Fahr mit ins Schlagerkarussell. Musik ist alles, was dir zählt. Fahr mit ins Schlagerkarussell. Auf geht's! Schlagerkarussell, die Sendung mit Live-Gästen, Talk und Hits aus der Schlagerszene. Hey, nur mit dir will ich diese Zeit erleben. Und nur mit dir will ich durch mein Leben gehen. Hing im Chat bis nachts um vier. Kam nicht ins Bett, denn ich schrieb mit dir. Dich nicht gekannt und doch irgendwie. Was wohl das Band der Sympathie? Wir schrieben viel, fast die ganze Zeit. Alles mit Stil haben uns befreit. Wir haben uns fast alles erzählt. Alles, was uns fehlt. Hey, nur mit dir will ich diese Zeit erleben. Und nur mit dir will ich durch mein Leben gehen. Denn nur du kannst mir diese Liebe geben. Und nur du kannst meine Welt verstehen. Jahre fliehen, die Zeit vergeht. Doch wie wir sehen, unsere Liebe steht. Ich bin bei dir. Ich darf jetzt eine charmante Künstlerin vorstellen, die mit ihren modernen Popschlager einen schönen Song präsentiert. Hier ist Claudia Adell mit In den Augen der Nacht. In den Augen der Nacht. Ich schreib meine Träume auf Papier. Das Telefon schweigt, lässt keine Ruhe in mir. In den Augen der Nacht, da bin ich so einsam. In den Augen der Nacht, kein Sieg der Gefühle. Alles wehrt sich in mir, schreit, dass ich verliere. In
Heute eine Reise in die 60er Jahre mit einem Live-Gast, den man auch den Sunny Boy der 60er nennt. Und so ist auch seine Musik. Lustig, witzig, spritzig und gute Laune machend. Ich begrüße ganz herzlichst Graham Bonney. Bereits im Kindesalter steppte der am 2.6.1943 in London geborene Engländer erfolgreich durch verschiedene Filme. 1966 kam Graham als junger Popsänger mit den ersten Hitlistennotierungen aus England im Gepäck nach Deutschland. Sein erster Hit, Supergirl. Es folgten weitere Hits wie Wähle 333, Das Girl mit dem Lalala oder Papa Joe, um nur einige zu nennen. Über 250 Mal war er bis heute im deutschen Fernsehen zu Gast. Heute bei uns im Schlagerkarussell. Graham Bonney. Monday morning, New York City, feeling like a rat in a trap. Gonna pack my suitcase, get my Chevy rolling, get the city blues off my back. I'm going down, I'm going down, I'm going down, down, down. I've had my fill of smoky barrooms. I'm going where the sun shines bright and the living is free. Sunshine's giving me the come on. Golden sands are calling me. Chicago's mighty pretty, so is Kansas City. Frisco is the place to be. I'm going down. I'm going down. I'm going down, down, down. My wheels are burning up the highway. The world is turning round. Boy, I'm a grabbing some for me. Almost made it, Denver, Colorado. It's waiting just around the bend. Now I'm rolling into good old San Francisco. California, she's my friend. I'm going down. I'm going down. I'm going down, down, down. I've had my
little smoky barrooms. I'm going where the sun shines bright and the living is free. Yeah, that's me. Oh, wait on, boy. Ja, hallo Graham. Ich freue mich, dass du heute bei mir zu Gast bist. Ich freue mich auch. Und da komme ich auch gleich zur ersten Frage. Und zwar habe ich gelesen, dass du als Kind mit 4 oder 5 schon auf der Bühne gestanden hast. Ja, es ist lange her. Aber es ist Folgendes. Meine Schwester, sie ist 1,5 Jahre älter als ich. Und sie wollte natürlich tanzen lernen, als viele junge Damen, die wollen das machen. Und sie war begeistert und sie kam zurück und hat erzählt, wie schön das war. Und ich dachte, was meine Schwester macht, kann ich auch. Dann habe ich auch gekriegt, dass da waren 250 Mädels da und ich werde die einzige Junge. Hahn im Korb. Ja, und das hat mir sehr gut gefallen. Ja, das glaube ich. Da bin ich hingegangen und ich habe Steppe gelernt, alle Art von Tanzen, Akrobaten und eigentlich General Music und Bühnenarbeit. Und da war ich 8 Jahre lang. Und während der Zeit habe ich eine Show zusammengestellt mit meiner Schwester. Und meine Eltern haben 30 Schilling für eine Show kassiert. Und das war viel Geld damals. Und das hat uns geholfen durch Leben. Und da kam, als ich 16 Jahre alt war, meine erste Gitarre. Elvis Presley, Rock'n'Roll. Und das war für mich. Das war dann richtig dein Ding? Ja. Also nicht das Steppen, sondern dann die Musik quasi? Ja, Musik. Da waren 2 Dinge, wo ich muss sagen, ich habe mein Herz war für Musik oder für Fliegen. Und ich wollte einen Job kriegen mit British Airways, aber da war zu wenig Flugzeuge und zu viele Piloten. So ich dachte, wenn ich keinen Erfolg habe mit Showgeschäft, dann habe ich genug Geld, meine eigene Schein zu machen und meine eigene Flugzeuge. Kannst du so richtig große Boeings, so richtige große Flugzeuge oder so? Ich habe die 37, 747 geflogen, die von Lufthansa, die Flugsimulator, die sind 97. Echt, meine Frau war 30 Jahre beim Lufthansa als Stewardess und wir haben beide eine große Liebe zu reisen, zu fliegen. Hast du sie da auch kennengelernt durchs Fliegen, oder? Ja, kann man sagen. Am der Flughafen Düsseldorf, ich bin gerade gelandet. Und ich habe es so gemacht. Und sie hat die Nase mir gezeigt. Okay. Aber es hat ihr nicht geholfen. Ich habe sie gekriegt. Ja, siehst du? Ja, wunderbar. Du hast jetzt hier einen schönen, so tolle Fotoalben mitgebracht. Hier sind jetzt ein paar Fotos hier von, wo du noch ganz klein mit deiner Schwester warst. Das können wir ja mal ganz kurz. Ja, da bin ich. Und meine Schwester, da auch. Oh, süße Junge, oder? Auf jeden Fall. Aber wir haben gekämpft auf der Bühne manchmal miteinander. Das war nicht immer. Das kenne ich auch von meinem Bruder. Ideal. Und da habe ich meine erste Ukulele gekriegt. Und das war ein Film, den wir gedreht haben mit Mr. Lucifer. Mhm. Und so ist es gegangen. Und meine erste Gitarre, eine deutsche Gitarre natürlich. Und erste Band. War das eine Schülerband? Bist du so angefangen mit einer Schülerband? Ja, natürlich. Auch, so wie alle eigentlich angefangen? In der Gymnasium haben wir unsere Gitarren mitgenommen und geübt.
Es war eine schöne Zeit. Ich hab gelesen, du bist auch mal im Star Club. In Hamburg, diese legendären Star Club, wo ein Traum jedes Künstlers damals. Ja, es war interessant, es war besser Training als das Bundeswehr. Weil es war eine große Freiheit. Mhm. Unser Quartier war gegenüber von der Star Club Hamburg. Das ist heute die Eros Center. Damals auch, aber wir waren so naiv, wir haben nicht gewusst. Und aber wir haben am Ende der Woche vielleicht 20 Mark in der Tasche. Aber wir haben eine bessere Training gemacht als der Bundeswehr. Ja, ich denke mal, der Auftritt da ist, glaube ich, wichtiger gewesen als das Geld, was man da, weil da sind ja alle großen Künstler aufgetreten. Ja, und dass es nicht existiert, ist wirklich eine Schande, weil jeder, der da gespielt hat, würde noch mal gerne da hingehen und noch mal spielen. Ja. Ich war da als Gitarrist in einer Band und 3 Jahre später kam ich zurück aus Graham Bonney und Main Top of the Act, Top of the. Sag mal, dein erster Hit quasi, das war ja Supergirl, ne? Hey Supergirl! Geht ja, noch. Das kenne ich auch noch. Und ich habe gelesen, dass du sogar die Beatles vom Platz 1 verdrängt hast mit dem Song. Ja. Das ist wahr und ich habe Ringo und George Harrison erzählt, was passiert ist, weil ich habe einen Song, Das Girl mit dem La La La, auch im Lauf da und Supergirl war Nummer 1. Ja. Und ich habe so viel verkauft, weil ich habe so viele Fernsehshows gemacht. Mhm. Und das hat die Beatles ein bisschen gebremst. Okay, ja, das und, konnten die verkraften, glaube ich. Ja, ehrlich, du. Ich denke, die haben genug Erfolg also, gehabt. Also die hast du auch persönlich kennengelernt dann irgendwann ja, mal? Ja, wir waren mit der gleichen Schallplattenfirma. Nicht oft, aber eigentlich, wenn wir in Studio 2 zusammen waren. Die waren in Studio 2, ich war in Studio 3. Okay. Und wenn die in Studio 1 war, ich war in Studio 2. Und mit wen fandst du da am nettesten von denen? Oder alle gleich? Alle gleich. Die waren alle verrückt. So wie du. Ja, ich kann viele Stories erzählen, aber wir haben leider keine Zeit. Es war wirklich fantastisch. Ich bin eingeladen von Ringo runterzukommen in Studio 1. Und ich habe die Tür aufgemacht und das war alles psychedelic. Da waren die Monkeys da, die Stones und viel Hash. Ja, okay. Und, Ja, aber das war bestimmt eine tolle Zeit in den 60ern. Ja, es war eine verrückte Zeit. Und ich war mit Barry Mason. Barry Mason war mein Manager und Co-Writer von Supergirl. Und Barry Mason hat geschrieben, my Delilah, why, Welthits. Ja. There's a kind of hush, rosemary, when my love grows, when my rosemary grows. Giganten, daran glaubten wir, und ganz so gestylt wie James Dean. Das erste Mädchen, das erste Bier, und nicht mal eine Mark für Benzin. Die Eltern hielten uns für ganz verrückt, wir wollten nur hinaus in die Welt. Und heute schau ich auf mein kleines Glück, weiß endlich, was für mich wirklich zählt. Das waren unsere wilden Jahre, sie gingen viel zu schnell vorbei. Was übrig blieb, das waren Gott sei Dank wir zwei. Und irgendwann, ich werde sagen, ich sage es heute schon ohne Grund, da spür ich nur für dich den letzten Rock'n'Roll. Kann sein, dass ich ein wenig anders bin als damals in stürmischer Zeit. Ich weiß, ich sehe nicht wirklich aus wie James Dean, doch das tut mir heute nicht einmal leid. Das Leben geht halt seinen eigenen Weg und der ist manchmal voller Gefahr. Dein Lächeln zeigt mir, es ist nie zu spät. Und ich denk nochmal dran, wie es war. Das waren unsere wilden Jahre.
gingen viel zu schnell vorbei. Was übrig blieb, das waren Gott sei Dank wir zwei. Und irgendwann in fernen Tagen, ich sag es heute schon ohne Groll, da spiel ich nur für dich den letzten Rock'n'Roll. Was übrig blieb, das waren Gott sei Dank wir zwei. Und irgendwann in fernen Tagen, ich sag es heute schon ohne Grund, da spiel ich nur für dich den letzten Rock'n'Roll. Ich spiel ihn nur für dich den letzten Rock'n'Roll. Du hast aber auch, glaube ich, eine spezielle Verbindung zu den Blackfoes, ne? Magst du da mal was zu erzählen? Ja, die Jungs waren jahrelang in Deutschland mein Begleitband. Und die waren Studenten. Und ich habe meine Zeit, das war traurig, dass ich war immer alleine auf der Bühne. Weil ich war früher immer mit einer Band zusammen. Mhm. Und obwohl ich war Graham Bonney alleine, ich habe diese Band-Atmosphäre mit den Blackfoots. Die hießen damals The Stowaways. Ja, ist ja auch schöner, wenn man da noch ein paar Leute auf der Bühne hat. Klar. Und ich habe immer mit Bubi Leupold, der ist nicht mehr dabei, der war der originale Schlagzeuger. Ich habe immer in Köln mit ihm und seiner Mutter gelebt, als ich in Köln war. Hast du denen nicht den Tipp gegeben, sie sollen in Kölsch singen? Ja, weil die haben... wir haben einen Proberaum in Deutz, einen Keller. Und immer wenn wir haben eine Pause gehabt und ein Bierchen getrunken, wir haben eine alte Couch da gehabt. Und die haben da gesessen und kölsche Lieder gesungen. Und was viele Leute nicht wissen, die Blackfoots, die sprechen besser Englisch wie ich. Die sind wirklich klasse. Okay, nee, das wusste ich auch nicht. Aber ich habe gesagt, die Konkurrenz ist zu stark. Ihr seid toll. Und ich bin befreundet mit den Beach Boys. Und ich habe... Die Aufnahme von The Beach Boys gemacht von der Stowaway, von der Blackfoots zum Bruce Johnson gebracht und vorgespielt und die waren begeistert und deswegen für 2 Jahre ich habe Eric Stocklose zu die Lanxess Arena in Köln und die haben Bruce und die Beach Boys kennengelernt. Aber es hat ja auch geklappt in Köln. Ja, das war ja ein super Tipp gewesen von dir. Ja, aber die wollten auf Englisch und ich habe gesagt, nein, sing auf Kölsch. Und ich bin bereit, die erste Produktion zu zahlen. Ja, stell mal vor, die hätten nicht auf dich gehört, dann würden wir die gar nicht kennen wahrscheinlich heute. Eventuell. Aber die haben so viel Talent, ich glaube, die werden es schaffen. Aber ich freue mich, dass ich habe ein bisschen von meiner Nase im Showgeschäft, die haben zugehört und die haben es auf Deutsch gesungen, ich habe es bezahlt, wie ich versprochen habe. Und der Rest ist Geschichte. Ja, der Rest ist Geschichte. Das ist unglaublich. So, du hast ja auch dein aktuelles Album, das heißt ja My Life is Rock'n'Roll und Schlager. Ja. Was ist denn jetzt mehr dein Life? Rock'n'Roll oder Schlager? Oder abwechselnd oder beides gleichzeitig? Abwechselnd. Manchmal ich habe Lust, die Gitarre rauszuholen und lass die Hase raus, you know, und wirklich Rock'n'Roll pur spielen mit einer Band, mit einer Liveband normalerweise. Obwohl, ich habe wunderschöne Playbacks gemacht in meinem Studio in Kerpen. Aber dann
es ist auch schön, einen Titel zu kriegen, der letzte Rock'n'Roll, weil das ist etwas, was Deutsche verstehen können, weil es ist auf Deutsch ist und es ist wirklich eine wunderschöne Story, ein Teil von meinem Leben. Wie bist du eigentlich darauf gekommen, vom englischen Singen aufs Deutsche? War das deine Idee oder war das eine Idee vom irgendeinem Plattenlabel oder sowas? Der Mike Leckebusch, da ist der Foto. Ah, den Leckebusch, den kenne ich auch noch. Nein, der Mike ist nicht dabei, aber das ist Beat Club. Ja, okay. Und ich habe so eine schöne Ansage gekriegt von Uschi Nerke. Und ich bin eingeladen von Mike Leckebusch, Supergirl zu singen. Und er war wirklich sowas von begeistert von dem Titel. Und als ich auf Tournee war, kurz danach, hat meine Schallplattenfirma Electrola mich gefragt, ob ich würde auf Deutsch singen und deutsche Schlager. Und ich habe gesagt, natürlich, aber was ist deutsche Schlager? Ich habe keine Ahnung und ich spreche kein Wort auf Deutsch. Die haben gesagt, das ist perfekt. Aber okay, du kannst weitermachen. Auf Deutsch Mike Leckebusch, oh Gott, der war sauer. Er hat gesagt, ich habe dich nach Deutschland gebracht, du sollst auf Englisch singen. Okay. Deutsche Schlager ist nicht für dich. Und ich habe ihm gesagt, ich singe einen Titel auf Deutsch. Wenn es funktioniert, dann muss ich natürlich nochmal denken. Und ich habe das Girl mit dem Lalala geschrieben. Dann sieben Meilen Stiefel, Hey Little Lady. Eine nach dem anderen. Mike war sauer am Anfang, aber später war er... Ja, später war auch, wahrscheinlich auch glücklich, okay, dass ich es geschafft habe. Hast du eigentlich außer der Musik und den vielen Auftritten auch noch Zeit für irgendwas anderes, irgendein Hobby oder wie entspannst du dich zwischendurch? Ich habe eine elektrische Eisenbahn. Oh, ja, warum nicht? Aber Rod Stewart auch. Hobby und die andere Dinge ist Fliegen. Ich bin Modell, Bastler. Ah ja, genau, Fliegen. Fliegst du heute auch noch selber? Ja, wenn ich in Neuseeland bin. Ich bin out of hours. Aber mein Fluglehrer, der war später der General Manager und 747 Flottekapitän von Air New Zealand. Und immer wenn ich in New Zealand bin oder der Mark ist in England oder in Deutschland, dann fliege ich wieder. Oh, okay. Man ja, ich muss ganz ehrlich sein, ich hasse Fliegen. Ja, ich habe Chris Andrews zum Beispiel, der hat auch panische Angst zu fliegen. Ja. Aber ich habe ihn mitgenommen und ihm gezeigt, was passiert. Und ja, ich habe so diese Angst, dass man so die Kontrolle abgibt. Das ist so ein ja, Ding. Ja, dann musst du ins Cockpit kommen. Und ja, da darf man ja leider meistens nicht rein. Würde ich gerne mal ins Cockpit kommen. Ja, siehst du, da sind die Blackfoots. Ah ja, wunderbar. Schöne Zeiten. Ja, Graham, ich würde sagen, ich bedanke mich jetzt erstmal, dass du heute hier bist und das schöne Interview. Und ich möchte das mit den Worten, mit einem Zitat aus deinen Texten sagen. Ich mache ein Interview mit deinem Herzen. Auch, das hast Dankeschön. Du gemacht. Dankeschön. Singt, die Story beginnt, Samba und Wein laden mich ein. Da sah ich sie, oh volle Magie, schon war es um mich geschehen. Im Sand, mir geht's so gut am Zuckerhut. Du strahlst mich an, nimmst meine Hand, jetzt bleibt die Zeit für uns stehen. One night in Rio, Caipirinha und Wein, one night in Rio, und den Sternen vereint, im warmen Sand und am rauschenden Meer. Die
Ja, das war schon wieder im Schlagerkarussell. Heute mit Graham Bunny und Claudia Adell. Und ich hoffe, dass ihr nächstes Mal auch wieder einschaltet, wenn es heißt, auf geht's!